Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Monat Mai und ja, die Zeit vergeht wirklich wie im Fluge, muss ich sagen. Und dann würde ich mal sagen, legen wir auch gleich los. Ehrlich gesagt komme ich manchmal ein bisschen durcheinander, was ich jetzt mit euch auf YouTube schon gesagt habe, was ich auf TikTok erwähnt habe etc. pp. Und deswegen kann es auch sein, dass ich mich ab und zu mal wiederhole in meinen Videos. Ich habe jetzt insgesamt wieder drei dieser Büchlein. In dem einen sind die Sachen, die noch nicht komplett angespart sind, was ich aber monatlich ansparen möchte. In dem hier ist dann das, was schon monatlich angespart und fertig ist. Und in dem hier ist das dann für meine wöchentlichen Ausgaben. Soweit, so gut. Das hier brauche ich ja dann nicht weiter befüllen. Aber ich möchte euch mal kurz zeigen, was in diesen Heftchen hier alles schon fertig ist. Für diejenigen, die jetzt halt neu dazukommen oder sich die letzten Videos nicht angeschaut haben. Ich bin fertig mit den Geburtstagen von den Kindern. Und da werde ich auch demnächst dann das Geschenk für den Junior schon mal bestellen. Das ist ja bald an der Reihe. Dann die Schule von der Victoria ist auch schon fertig, genauso wie Amazon Prime. Die Sachen hier sind komplett fertig, von dem her eine Sorge weniger. Jetzt kommen wir mal zu dem, was ich monatlich brauche. Und hierfür verteile ich jetzt einfach mal hier hinten mein Geld. Und ja, ich fühle mich, wie gesagt, jedes Mal wie bei Monopoly. So. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich ein kleines bisschen zu viel abgehoben habe. Aber wenn dem so sein sollte, dann werde ich das einfach schön verteilen, dass das einfach nicht irgendwie sinnlos da herumliegt. So, jetzt haben wir noch die 100er. Ich habe diesmal bei der Bank nicht angegeben, wie viel ich von den Scheinen insgesamt haben möchte. Daher muss ich mich jetzt mit dem zufrieden geben, was hier ist. Und wir fangen mal mit dem an, was ich monatlich brauche. Hier habe ich jetzt noch den Rest von den Lebensmitteln. Das war ja ein kleines Durcheinander, da ich das vom Konto abgebucht hatte, da ich nicht mehr so viel zur Verfügung hatte. Und dann lege ich das jetzt einfach mal beiseite. Das werde ich dann wahrscheinlich auch noch mit unterordnen, sortieren, dass das einfach irgendwo mit drin ist. Beim letzten Mal sind wir auch wieder ein kleines bisschen über dem Budget drüber gewesen, aber das waren jetzt halt wirklich nur 46 Cent, von dem her ist es jetzt nicht allzu schlimm. Für den Monat Mai haben wir ebenfalls wieder 400 Euro und dann bin ich mal gespannt, wie viel davon wir brauchen, denn der Monat Mai hat 5 Samstage und wir gehen ja immer samstags einkaufen, von dem her wird das interessant. Ah, perfekt. Dann machen wir es doch einfach so. 100, 200, 300, 400. Aber nachdem wir echt sehr viel an Vorrat da haben, Nudeln und so weiter, Reis und auch Tiefkühlgemüse, da haben wir einiges da, denke ich mal nicht, dass wir verhungern werden. Wir sowieso nicht, wir haben mehr als genug dran. Und hier, Monat Mai, habe ich auch schon mal aufgeschrieben. Und dann kommen wir jetzt einfach nur zum Tanken. Da fülle ich wieder 50 Euro auf. Oh, das habe ich gar nicht aufgeschrieben gehabt. Insgesamt hatten wir 45 Euro beim Tanken ausgegeben und hatten somit dann noch ein Plus von 5 Euro. Und da kommen jetzt dann auch wieder 50 Euro insgesamt rein. Derzeit tanke ich allerdings nur alle 2 Monate, von dem her reicht es da ganz gut. Oh, das habe ich gar nicht halten. Hä? Ich bin doch im April tanken gewesen, oder? Dann habe ich das irgendwie vergessen? Oder hatte ich dann nichts auf? Hatte ich dann... Egal, ich schreibe es jetzt einfach mal hier für den Monat April auf, denn da war es dann nämlich auch... Und das andere habe ich dann anscheinend irgendwie total verpeilt gehabt. Naja, ist ja auch wurscht. Drogerie und Haushalt habe ich inzwischen zwar hier noch eine Liste, einmal für den Haushalt und einmal für die Drogerie. Allerdings, da wir da nur online bestellen, habe ich mir gedacht, lasse ich das jetzt einfach mal, denn das ist irgendwie unnötig. Ich habe jetzt hier mal 2 neue Kategorien, und zwar ist es Kleidung für die Kinder. Weihnachten, Ostern habe ich jetzt immer noch nicht separat. Da kommen wahrscheinlich demnächst auch noch welche mit hinzu.
muss ich mal gucken. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr keinen Ausflug machen sollten oder nicht in den Urlaub fahren sollten, dann werde ich davon das Geld auf jeden Fall hernehmen. Aber jetzt befüllen wir es einfach mal. Und ich habe hierfür noch keine Zettelchen, fällt mir gerade ein. Aber das mache ich dann beim nächsten Mal, wenn ich dann auch die anderen Kategorien eventuell hinzufüge. Und jetzt befülle ich das erstmal mit 20 Euro jeweils. Und dann schauen wir mal, wie viel da jetzt halt noch übrig bleibt. Vielleicht kann ich ja jetzt einiges noch komplett voll machen. Aber das werden wir gleich sehen. Ausflug, Urlaub. Ich glaube, das tue ich jetzt mal raus hier. So tue ich mich dann doch ein kleines bisschen leichter. Und das tun wir mal hier hinter. Insgesamt haben wir 305 Euro drin. Interessant. Und ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich keine 72 Euro hinzufügen kann. Wobei, Moment, wenn ich das jetzt hier so mache, das kommt mal raus und dafür kommt der Fuffi hier rein. Gut, das war jetzt eigentlich voll für die Miete, was ich gerade gemacht habe. Naja, das tun wir mal hier, weil der ist jetzt nicht allzu relevant. Dann können wir jetzt hier nochmal 50, 70 und hier haben wir noch 2 Euro plus 72 machen. Und dann haben wir 377 Euro insgesamt drin. So, jetzt will ich aber dieses Kleingeld da mal weg haben. Ist nämlich doch sehr nervig und anstrengend. Das brauche ich hier nicht. Also wir haben 2, 4, 6, 8, 10. Tun wir jetzt schon mal einen Zehner hier rein. Dann haben wir noch 2, 4, 6, 8, 10. Gut. Dann müsste, ich zähle es aber trotzdem nochmal nach, ihr kennt mich, sicher ist sicher, man kann ja nie wissen. Also, 377 müssen drin sein, 100, 200, 300, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 77, passt alles, sehr schön. Ich denke mal, dass ich das meiste jetzt in den Umschlag fürs Auto tun werde, denn das ist dann doch irgendwie etwas, was wir, upala, das brauche ich ja auch noch drin, was wir tatsächlich brauchen, oder was ich tatsächlich brauche. Von dem her, der Umschlag kommt jetzt dann auch schon mal wieder in mein Heftchen hinein. Dann Auto, Steuer und Versicherung. Würde ich jetzt ehrlich gesagt sogar mal die 150 Euro, die hier noch drin sind, mit dazu tun, denn das ist mir, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass das schon fertig angespart ist dann. Also plus 150. Und dann sind wir bei 400 Euro. Und dann fehlen mir bloß noch 200 für mein Autochen. Ach doch, auch schön. Schön, wenn das alles voll ist und ich das ganze Geld angespart habe. Oh Mann, warum vergesse ich das jetzt momentan, über dieses scheiß Plattel da noch mit rein zu tun? Mann! Jetzt haben wir bloß noch den Luxus, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir jetzt da irgendwas brauchen. Da sind 200 Euro jetzt drin und ich denke mal, ich lasse den Luxus diesmal wieder aus und dann bleiben da weiterhin 200 Euro drin. Luxus sind unter anderem so Sachen wie, ich hätte ja gerne den Thermomix, den TM6, hätte ich sehr, sehr gerne. Der kostet ja 1400, 1500 so um den Dreh und dafür wäre es dann, aber ich setze einfach meine Prioritäten da etwas anders. Von dem her, ja, ist da dann manchmal nichts drin. Jetzt schauen wir mal, wie ich das am besten mache. Ich hätte nämlich gerne überall irgendwie eine glatte Summe gerne. Was machen wir denn da jetzt? Also Kleidung weiß ich, dass wir jetzt derzeit nicht unbedingt benötigen. Und ich habe jetzt halt noch 20, 30, 35 und das Kleingeld. Gott, wie viel ist denn das noch?
10, 20, ja, sind auch nochmal so um die 30 Euro. Was mache ich denn damit? Ich will ja eigentlich das Auto relativ schnell voll haben. Das ist jetzt gerade echt irgendwie beschissen. Also die Victoria hat momentan definitiv mehr als genug Kleidung. Allerdings tue ich jetzt da doch noch mal ein bisschen was dazu. Da tue ich jetzt mal 15 Euro mit rein. Man weiß ja nie. Ich meine, die wachsen ja so schnell aus den Dingen auch raus. Und wenn dann neue Sommerschuhe anstehen, dann ist es dann doch etwas praktischer, etwas mehr zur Verfügung zu haben. Und für den Victor tue ich jetzt auch nochmal 20 Euro rein. Das heißt, da haben wir jetzt insgesamt 40 und hier haben wir 35. Ausflug, Steuer, Auto, sonstiges. Also da möchte ich, wie gesagt, einen glatten Betrag drinstehen haben. Deswegen kommen da jetzt einfach nochmal... Schau mal, kriege ich 23 Euro zusammen, dann hätte ich nämlich 400. Also, da haben wir 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Und dann noch 2 und 3. Also, dann kommen jetzt nochmal 23 dazu. Dann sind wir bei 95. Ja. Plus 95. Und hier sind wir bei 400. Das heißt, mir fehlen noch 100, dass ich das Ziel von 500 Euro erreicht habe. Mal gucken, wie wir das reinkriegen. Mit Scheinchen wäre das natürlich jetzt ein bisschen einfacher. Jetzt ist es sehr überfüllt, sehr zusammengequetscht. Naja. Ich glaube, den Rest tue ich mal in Lebensmittel rein. Denn da das ja jetzt trotz alledem 5 Wochen sind, auch wenn wir mehr als genug da haben, ist es vielleicht doch taktisch ein klein wenig klüger, wenn ich da noch etwas mehr Geld zur Verfügung habe. So, also Kleidung Victoria, Kleidung Victor, dann den Ausflug. Ha, nur noch 100 Euro, ist das schön. Auto, Steuer und Versicherung und Luxus, perfekt. In den Rest tue ich jetzt einfach mal nichts rein und dann schaue ich mal, wie viel ich jetzt dann hier insgesamt zur Verfügung habe. Das schreibe ich mir dann hier vorne auch gleich auf. Ich habe jetzt 400 drin. Okay. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 20, 40, 60, 80. Hä, sind jetzt 12 Euro, oder? Oha, was ist mit meinem Schädel los? Alter! Noch mal den ganzen Scheiß von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, dann haben wir hier nochmal 12 Euro und 4 Cent. Ja, komm, die Nummer einfach auch mal rein. Das heißt, wir haben 112 Euro und 4 Cent. 412. Ist echt bescheiden, als Linkshänder so zu schreiben. 412 Euro und 4 Cent. Ich werde es wahrscheinlich dann auch so machen, wenn irgendwas übrig bleibt, dass ich das dann mit ins nächste Budget, also in den nächsten Monat mitnehme. Denn es ist immer gut, wenn man genügend Geld dann zur Verfügung hat. So. Und hier beim Tanken haben wir, ich tue das mal raus, die 50 Euro wieder drin. Und ja, hier sieht man es, upala, ganz schön gequetscht. Ich habe das letzten Monat ausgegeben. Ich habe mich gewundert, also ich glaube, dann habe ich das total vergessen gehabt, weil ich ja, wie gesagt, derzeit jeden zweiten Monat ungefähr tanke. Und dann ist es anscheinend in Vergessenheit geraten. Also, jetzt kontrollieren wir einfach noch einmal, ob alles stimmt. Naja gut, das brauche ich ja nicht kontrollieren. Das ist ja, wie gesagt, wirklich komplett vollständig. Der eine Ordner. Dann hier, das ist jetzt von dem, was wir
monatlich brauchen einmal die 412,04 € für die Lebensmittel, die wir jetzt für den Mai zur Verfügung haben. Und Haushalt, Drogerie, das ist dann jedes Mal, aber das schreibe ich jetzt nicht hier rein, 20 € habe ich mir jetzt mal gesetzt, beziehungsweise 50 € insgesamt. Das ist ja zusammen, das werde ich dann auch noch zusammenfassen. Und fürs Tanken haben wir wieder 50 € aufgefüllt. Ich habe ja auch das Bullet Journal, das habe ich jetzt leider Gottes nicht mit nach oben zum Aufnehmen genommen. Und in dieses Bullet Journal werde ich dann mir meine Blätter selber ausdrucken und dann reinheften. Da muss ich noch ein Locher bestellen. Aber ich hatte einen bestellt, jedoch war das nicht der richtige. Deswegen muss ich jetzt warten, bis ich dann den nächsten habe. Und dann kann ich da nämlich das alles reinschreiben. Da habe ich nämlich die ganzen Sachen auf meinem Etsy-Shop. Da könnt ihr gerne unten meine Infobox vorbeigucken. Der ist da verlinkt. Und da habe ich, wie gesagt, für den Monat Mai mir meinen Bullet Journal schon mal selber designt. Und da ein paar Leute gefragt haben, dachte ich mir, naja, warum dann nicht für euch zur Verfügung stellen? So, und das kommt jetzt so hin. Kleidung, das ist etwas, was ich nicht bis zu einem bestimmten Datum unbedingt angespart haben muss, möchte, wie auch immer. Sondern da kommt jetzt einfach monatlich etwas rein, dass ich, wenn ich etwas brauche, es dann auch zur Verfügung habe. Ausflug, Urlaub fehlen nur noch 100 €, dann ist das Budget voll. Und fürs Auto, Steuern, Versicherung fehlen noch 200, dann bin ich damit fertig. Und das, falls es jetzt mal knapp werden sollte, kann ich zum Beispiel auch hier von den Luxussachen bzw. sonstigen von dem Umschlag die 200 € mir hier reintun. Denn, wie gesagt, das hier ist einfach wichtiger. Von dem her sind wir auch schon damit am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich doch einfach wissen. Upala, das ist jetzt ein sehr schöner, hoher Stapel. Dann lasst es mich doch einfach wissen mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich wirklich riesig darüber freuen. Und ein kostenloses Abo dürft ihr natürlich auch mal gerne hinterlassen, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Am besten aktiviert ihr dann auch noch die Glocke. Dann werdet ihr immer darüber informiert, wenn ein neues Video online kommt. Montag, Mittwoch, Freitag ist eigentlich relativ easy zu merken. Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was für eine Art Videos ihr denn sonst noch so gerne von mir sehen wollen würdet. Wie gesagt, momentan ist es ja so, dass Montag immer mein Update von der Woche kommt. Am Mittwoch kommt jetzt ab sofort immer mein Food Planner, also mein Foodplan Video online, was ich so für die Woche an Lebensmitteln plane, an Gerichten plane und auch an Lebensmitteln einkaufe, meine Einkaufsliste und so weiter und so fort. Das mache ich da dann mit euch und freitags ist eigentlich eher so, ja, Putzen, Haushalt etc. pp. Aber wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann könnt ihr mir das natürlich gerne unten in die Infobox schreiben. Ja, dann könnt ihr mir das natürlich unten in die Kommentare schreiben. Von dem her würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.